Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 15.1.0. So oder so, nach drei Tagen Hallmack-Abstinenz bin ich wieder da. Ihr braucht aber nicht zu meinen, dass ich untätig war. Habe ich doch die letzten Tage und auch Nächte an mein neues Musikvideo gearbeitet. Das wird morgen am Samstag, der 16.10. um 20 Uhr Premiere feiern. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gern dabei sein. Würde mich sehr freuen. Aber nun zur ersten Nachricht. Die Grüne Jugend hat ihre Bundessprecher gewählt. Gewonnen hat die Sarah Lee Heinrich und der Timon Zienus. Also so wie sich das gehört, ein Bu und ein Mädchen. Obwohl, für die Grüne ja nicht unbedingt. Da wär's ja eigentlich besser, wenn zwei Mädchen gewinnen. Vielleicht eins, was nicht so weiß ist und ein ganz dunkles. Normalerweise würde ich ja das mit der Hautfarbe nicht so thematisieren. Bin ich doch selber ziemlich schwarz. Und bin deshalb Tag für Tag dem deutschen Rassismus ausgeliefert. Ja, von dieser, Moment mal, wie hat's die Sarah Lee genannt? Dieser ekligen, weißen Mehrheitsgesellschaft. Also von euch. Ihr braucht jetzt gar nicht so zu machen, als wüsstet ihr von nix. Obwohl, also begegnet ist mir die eigentlich noch nie. Also bei uns in der Palz gibt's keine eklige, weiße Mehrheitsgesellschaft. Da kannst du, egal was für Farb du hast, überall dein Weikafe. Und mich hat noch niemand, obwohl ich ein schwarzer Gorilla bin, aus der Warteschlange in der Metzgerei geschubst. Aber die Sarah Lee hat ja noch ganz andere Sachen gepostet. Hier zum Beispiel. Ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Ach so, das ist jetzt also dieser Rassismus gegen Weiße. Obwohl es ja hieß, dass es den gar nicht gibt, beziehungsweise gar nicht geben kann oder geben darf. Ach ihr liebe Leid, warum muss das Leben so kompliziert sein? Vor lauter Regeln weiß man nimmer, an was man sich halten soll. Und besonders ihr als Weiße habt ja das Problem, das alles zu verstehen. Deshalb erkläre ich euch das jetzt mal. Wenn jemand sagt, er will alle Schwarze aus Europa rauskehren, dann ist das Rassismus. Aber wenn jemand sagt, er will alle Weiße aus Afrika rauskehren, dann ist das kein Rassismus. Ist doch ganz einfach, oder nicht? Ihr wisst ja, dass zurzeit die SPD, die Grünen und die FDP zusammensitzen und die mögliche gemeinsame Bundesregierung bespreche. Es wird bekannt, dass die Ampelpartei keine Steuerentlastung für Geringverdiener plane. Der Habeck sagt dazu, Zitat, das ist halt der Preis, den wir zahlen, weil die FDP sich an der Stelle durchgesetzt hat. Solche Entlastungen wären nur zu stemmen, wenn man die Steuern für Spitzenverdiener anheben würde. Und das hätten die Liberalen abgelehnt. Okay, das sind also zwei Sachen schon mal klar. Die Geringverdiener bekommen keine Steuerentlastung, die Spitzenverdiener bekommen keine Anhebung ihrer Steuersätze. Obwohl, könnte auch sein, dass die Geringverdiener Steuererhöhung kriege und die Spitzenverdiener Senkung. Naja, wir werden's ja sehen. Aber dass sich der Habeck da aufspielt als Anwalt der Geringverdiener, ist mehr als lächerlich. Sind doch die Grüne eigentlich mehr Partei für die Besserverdienende und die Beamte halt. Ja halt Leute, denn egal ist, wenn alles teurer wird. Ja gut, sie haben gesagt, dass die Leute ein bisschen Zuschuss kriegen sollen, wenn die Energiekosten so steigen, wegen ihrer eigenen Steuererhöhungen. Da bekommst du also 70 Euro zurück im Jahr, für das du im Monat 200 Euro mehr bezahlst. Mal schaue, was davon übrig bleibt nach der Koalitionsverhandlungen. Die Entlastung von 70 Euro haben ja die Grüne geplant, noch vor dem aktuellen Energiepreisschock. Damit wollten sie ja ihre geplante Steuererhöhung auf Energie für die Arme ein bisschen abfedern. Zurzeit fliegen ja unserer Regierung die Energiepreise um die Ohren. Naja, der böse Putin, der will kein Gas liefern, beziehungsweise liefern will er schon, aber halt über die Leitung. Aber die Leitung, die ist verstopft, denn die EU will ja kein Gas über die Nord Stream Pipeline. Ach ja, und unsere Gasspeicher sind auch nicht gerade voll. Da hat man nämlich gedacht, man macht sie lieber echt voll, wenn's Gas billiger wird. Nur dumm, dass jetzt die Preise um 700% gestiegen sind. So gibt's schon Fachleute, die behaupten, dass wenn wir dieses Jahr einen frühen und einen kalten Winter kriegen, das Gas knapp werden könnte. So könnte der Gaspreis noch weiter steigen. Ach Gudel, was für Thematik. Ja, irgendwie denkt man ist im falschen Film, oder nicht? Wer hätte denn gedacht, dass die Energiepreise jetzt schon so steigen, obwohl die Grünen noch gar nicht an der Macht sind und die Menschen in Deutschland sich jetzt schon Gedanken machen müsse, ob sie ihre Wohnung heizen könne, im Auto rumfahren oder sich den Pilz föhnen könne. Ja, da wird der Deutsche nächstes Jahr ganz schön dumm aus der Wäsche gucken,
Dann, wenn er feststellt, dass es unserer neuen Regierung komplett am Arsch vorbeigeht, ob wir im Kalte sitzen oder Strom haben. Denn zurzeit kann man davon ausgehen, dass die Grüne sich durchsetzen mit ihren CO2-Preiserhöhungen. Also ich persönlich wäre dafür, dass diese Erhöhungen nur die Leute bezahlen sollen, die diese Holzvergaser gewählt haben. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein Aff. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So, dann ist so. Jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Da kann man sich schön hinsetzen. Ach ja, ist schön eigentlich. Das da unten ist also die Erde. Von hier oben gesehen sieht sie eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und von dem Klimawandel kann man jetzt auch nichts sehen. Langsam kriege ich Hunger. Aber blöd, ich habe mir zwar Brote gemacht, aber ich kann sie nicht essen wegen dem blöden Helm. Naja, dann mache ich halt ein bisschen Diät. Das kann meiner Figur nicht schaden. Naja, da unten wohnen jetzt also mal ganze Abonnente. Naja, die paar halt. Es gibt halt immer noch so viel, die gucken nur mal Videos und abonnieren mich nicht. Naja, man kann sie ja nicht zwingen. Aber schön wär's trotzdem, wenn die wüsste, wie ich mich über jedes neue Abo freue und auch über jedes Like und eine kleine Spende. Ach ja, heutzutage ist halt jeder sich selbst der Nächste. Ja, aber ich kann nicht mehr lange hier sitzen. Langsam tut mir echt die Hintern weh. Und meinen Anzug habe ich mir auch total versaut. Na, hoffentlich kriege ich den auch mal sauber. Also das nächste Mal nehme ich meinen Stuhl mit. Wohl, es müsst ihr hier eigentlich einen Stuhl haben. Der Grönemeyer hat doch gesungen von dem Stuhl im Orbit. Oder hat er einen anderen Stuhl gehabt?